Willkommen im Autohaus Allmann. Ich zeige heute mal den Ariya, das neue Flaggschiff von Nissan in der E-Mobilität. Meine Stimme ist heute nicht ganz so gut, etwas erkältet, aber das wird nochmal reichen. Ja, das reicht. Wir brauchen nicht so laut sein, aber wer kriegt schon hin? Die Ausstattung jetzt wäre dann die höchste mit 87 Kilowattstunde Batterie. Ja, mit Reichweite, wie 1000 dran steht, schon mit bis zu 520 Kilometer wird sogar schon mehr erreichen. Aber die 520 reicht auf jeden Fall. Ja, und im Innenraum können wir uns ja gerne mal anschauen. Wir starten mal das ganze System. Das Schöne ist natürlich, dass alles in Ebene ist. Musik machen wir mal weg. Musik, wir machen aus. Nee, das ist besser. Also es, ja. Man sieht, es sind keine Knöpfe mehr hier an Bord. Mhm. Außer laut und leise kann man hier noch einstellen. Mumbling kann man hier noch mal betätigen. Da siehst du vorne das schöne Licht. Das können wir uns ja nachher noch mal draußen anschauen. Ja. Aber wie gesagt, es ist eine Haptik. Du bekommst eine kleine Rückmeldung, wenn du antippst. Ja. Das vibriert etwas und zeigt, dass die Befehle angenommen werden. Ja. Dann hast du hier vorne die Monitore mit 12,3 Zoll, genau für das Fahrerdisplay 12,3 Zoll und ein Head-Up-Display für Spiegel oder Frontscheibe mit 10,8 Zoll Monitor. Ja, ja. Sonst ne, mal rein in die Fahrt. Ja, unten. Unten, ne? Das System, wie gesagt, ist ja nur ein Elektroauto. Das sind ja fast alle nur mit Automatik gekoppelt, was man hier hat. Ja, ja, hier unten, wie gesagt. Das heißt, keine Balken mehr hier. Die Balken, du kannst dich, also meine Größe kann sich hier quer reinlegen. Ja, also wenn du einen Hund mitnehmen willst, dann legst du vorne rein, da hat es gemütlich. Also du hast keinen Antriebsstrang in dem Sinne mehr hier. Nee, die Batterie, das liegt unten drunter. Ja, oder besser gesagt, die Module sind unten drin und dann hast du das. Und was ist das alles hier? Das wäre die schöne große Mittelarmlehne. Ja. Die könnte ich nach Größe hier verstellen. Durch diese Knöpfchen, ja. Für etwas größere, kleinere, dann kann ich die justieren. Könnte man jetzt hier so rein rausnehmen. Dann haben wir auch den Modus praktisch so selbstständig einparken. E-Pedal, ich könnte dann nur mit dem Gaspedal arbeiten, dann bremst das Auto und beschleunigt nur mit dem Gaspedal. Das kann ich hier einstellen. Den Drive-Modus, wie angezeigt wird, dort oben. Sportlich, Standard, ökonomisch. Das kann ich dann erteilen, wenn ich etwas sparsamer unterwegs sein soll. Und dann können wir hier noch in der Mittelkonsole nochmal die Ablagefächer, die tief reingehen, wo man sagt, Portemonnaie oder etc. freilegen können. Und dasselbe können wir dann natürlich wieder hier verschließen. Geht das Ding auf? Das geht wieder auf, genau. Und dann hast du hier nochmal die Induktionslade für dein Telefon, für das Smartphone, was jetzt ohne Kabel geladen werden könnte. Ja, das wäre hier drin. Wie sieht aus so hinten? Hinten ist natürlich je nach Einstellung. Wir haben jetzt hier Rasen ja von 2 Metern Höhe drin. Also wenn man sich das normal einstellt, habe ich auch jede Menge Platz hinten. Türen gehen fast im 90 Grad Winkel auf, also so dass du vom Einstieg her, ob du mit Kindersitz, ältere Leute oder wie auch immer, angenehmes Einsteigen hast. Man sieht auch, dann wäre das die 3-Zonen-Klimaautomatik. Haben wir dann für vorne und hinten, sobald auch die Sitzheizung für vorne und hinten. Und dann hast du noch jede Menge Platz. Genau. 2 USB-Anschlüssen. Ja. Und natürlich auch das große Panoramadach. Aha. Okay. Und das geht auch zum Verschließen. Andere Modelle, es bleibt das ständig offen. Ach so. Ja. Wir probieren nachher. Genau. Und der Kofferraum. Kofferraum
Das ist ja mit Umklappen dann. Man kann so Teilsegmente oder so, ich lege hier was rein, hier etwas rein. Und wie du siehst, sind Ladekabel drin für das normale Laden und auch für das Schnellladen mit 22 Kilowatt. Und der Ersatzrad ist noch tiefer. Das ist unser Bose Soundsystem. Ersatzrad haben wir in dem Sinn nicht mehr, nur noch das Panset. Kippen, das ja. Können wir gerne. Also wir können auch, wie gesagt, wie bei den anderen Modellen. Ja. Das, ja. Und jetzt, das würde dann unten reingeschoben werden. Ja. Jetzt haben wir die Ladekabel drin, aber das würde hier unten reinpassen. Ja, ja, so, wir stellen jetzt mal draus. Ja. Um den Flash so zu... Also, man kann es schon so, ja, Campingplatz, kannst du schon so als Bett so nehmen, ja. Also bis 1,70, die können schlafen. Ja, super, einmal frei. Wie viel Kilometer oder wie viel Kilowatt braucht er bei so und so viele Kilometer? Also die sind alle ungefähr mit 18 Kilowatt pro 100 Kilometer angegeben, aber wie im Bild, Fahrweise, Außentemperatur, aber so sind ungefähr die Werte um die 18 Kilowatt pro 100 Kilometer. Okay, wir gehen in den Motor. Du kannst ihn auch lassen, bitte. So, das ist der Crossmotor hier. Ja. 87 Kilowattstunden, wie gesagt, das wird dann antriebmäßig sitzt natürlich unten dann, die geladen wird dadurch. Ja. Schön orange, ist dann alles Hochspannung. Also ja, genau. Und mit Laden. Laden, wie gesagt, mit 22 Kilowatt und dann hat man die CCS-Stecker, die jetzt normal Standard sind in Europa, also da kannst dann sozusagen jede Ladesäule ran, okay, und dann normal laden oder schnell laden, bis zu 130 Kilowatt. Und aufmachen, auch bloß drücken. Und dann hast du circa 30 Minuten. Sag mal, wenn es nicht ganz leer wäre, bis 80%, dann geht es so unter ca. eine halbe Stunde. Ganz dann wieder weiter. Schön. Ja. Aber was natürlich auch schön gemacht ist, also jetzt mit der Optik jetzt hier mit dem Kupferformen. Ja. Das ist natürlich jetzt auch, das ist edel gemacht. Hier hast du kein Plastik, das ist alles schon hochwertige Materialien. Ja, das ist schon alles Stück in einer Linie. Ja, das ist schon Qualität, wo sie ganz stolz sind, wenn man das mal zeigen darf. Das sind die Japaner mit ihren Kirschblüten und das ist so eine Qualität. Na, das siehst du jetzt, warte mal, ich helfe dir mal. Das ist ganz schwer, das sind drei Elemente, die man sieht. Ich zeige es dir dann nochmal draußen. Aber genau. Und das ist der wird dann in Japan geht gemacht. So hier auf, ja, das ist... wo, da kannst du so als Tisch, ja, für Laptop, zum Beispiel. Ja, ja. Ah, mit dem Dach. Verlangerdach, genau. Moment, ich mache so anders. So. Weil da wären dann die Funktionen, wo man jetzt nicht öffnet. Also man kann da frische Luft reinlassen, nicht wie beim Qashqai.
dann ist Panorama da. Nach oben anklappen, je nachdem, wie ich das möchte. Und das wird dann zum Schließen. Ist natürlich was Schönes dann im Frühjahr, wenn die Sonne rauskommt, dann ist Block der Innenraum natürlich noch schöner, ähnlich wie beim Cabrio dann. Ja. Und dann auch mit Notruftaste, falls was sein sollte, Unfall oder wenn es eh nicht gut geht, kann man hier auch die 112 anrufen, was automatisch bei Unfall oder dann sowieso automatisch ausgelöst wird. Ja. Dann mit dem Rückspiegel, das als Monitor, den kann ich auch einstellen, wenn jetzt drei große Kerle hier hinten sitzen, da sehe ich nichts mehr. Und dann kann ich den Monitor einstellen als Kamera, weil dass ich immer hinten sehe, was ist hinter mir los. So. Damit das zeige ich mal, wenn ich mal zu mir hier hinten. Okay.